Also, wir sind jetzt da beim Jugendzentrum Smile, wo im Hintergrund gerade der Selbstverteidigungskurs für junge Mädchen stattfindet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich mir das einmal anschauen kann, weil da sind sicher ein paar hilfreiche, nützliche Tipps und Tricks dabei. Grüß euch, ich bin der Rex Oswald. Ich mache einen Selbstverteidigungskurs. Ich komme vom Kampfsport, Judo, Kickboxen und Allkampf gemacht und betreibe das schon seit über 30 Jahren. Und es ist immer ein bisschen so mein Lebensmotto gewesen, ein Lebensziel. So, Kampfsport ist für mich auch Ausgleich immer gewesen zum Beruf, auch für mein ganzes Leben. Und ich bin jetzt, was soll ich sagen, mehr bereiter, es den Jugend weiterzugeben, denen auch was zu lernen. Und wie gesagt, es macht mir auch viel Spaß. Also wie gesagt, es macht mir jetzt mittlerweile sehr viel Spaß, mit einer Jugend zu trainieren. Also der Kampfsport umgesetzt ist auf die Selbstverteidigung. Finde, dass das jetzt der gute Weg ist und vor allem auch in den Zeiten. Wobei ich hoffe, dass es natürlich friedlich bleibt alles. Aber es ist sicher, wenn man gut vorbereitet ist, dass das da eigentlich einen Vorteil beschafft. Weil das ist so, sei es mental und auch körperlich. Also bin ich sicher überzeugt. Und sieht man da einen Unterschied, wenn man jetzt Mädchen trainiert oder wenn man jetzt junge Männer trainiert? Ja, auf jeden Fall. Schwache Geschlechter, also die Frauen, wie soll ich sagen, sind natürlich, ist die Hemmung jetzt zum Zuschlagen, sagen wir, ist jetzt sicher größer wie bei den Männern. Also bei einem Mann ist das mehr angeboren, ist das eine hormonelle Sache angeboren, sich dem Kampf zu stellen. Die Frau, so gesehen, als schwächeres Geschlecht, ist natürlich immer in dem Wissen, oder in der Vermutung, dass sie eben unterlegen sind. Und das möchte ich beim Selbstverteidigungskurs eben widerlegen. Also es stimmt, der Mann ist stärker. Ich meine, der Mann ist sicher der Frau überlegen. Aber durch gewisse Techniken kann ich, sagen wir, die Gleichberechtigung auch sich in der Verteidigung also ebenbürtig machen. Gibt es irgendwie einen Tipp oder Tricks, wo man sagt, das ist ganz wichtig als Frau, das sollte man vielleicht mitnehmen, auch wenn man jetzt nicht so einen Selbstverteidigungskurs belegt? Ja, stimmt. Also es geht ganz viel über die Psyche. Also ich sage immer so, Angriff ist die beste Verteidigung. Vor allem mentale Stärke zu sagen und in dem Augenblick sagen wir 100%, ich würde sagen 110%igen Einsatz, also körperlichen, geistigen Einsatz. Da bin ich auch sicher überzeugt, dass ich da was bewirke. Also haben das schon öfter gesagt, ich mache jetzt schon seit 17 Jahren Selbstverteidigungskurs, bin öfter dem überrascht worden, was eigentlich Frauen oder Mädchen in der Lage sind zu leisten, wenn der Kopf mit dem Körper eins ist. Wie bist du darauf gekommen, dass da der Selbstverteidigungskurs stattfindet? Also erstens kenne ich Charlie und die Annabelle, weil wir sind Nachbarn und kennen uns auch sehr gut. Und aus der Zeitung, da habe ich den Artikel gesehen und wir haben uns eigentlich gedacht, dass es eigentlich eine recht gute Idee ist, wenn man das einmal so macht und mal schaut, wie das so ist. Weil ist auch eigentlich ganz klug, wenn man das einmal so weiß, wie man sich so ein bisschen, weil kann auch immer mal hilfreich sein. Und was nimmst du jetzt mit vom ersten Abend? Also ein ganzes Stück mehr Selbstvertrauen, weil ich habe mir jetzt vorher eigentlich jetzt so gedacht, dass ich mir sowas traue und war sehr skeptisch dabei, das zu machen. Aber jetzt ist es schon, eigentlich habe ich einen recht guten Eindruck und es passt recht gut, hat mir gut gefallen eigentlich. War es bei dir schon mal die Situation, dass du das braucht hättest? Nein, noch nicht, aber wenn man dann einmal aus dem Haus ist und dann selbstbewusster auftritt, dann ist das immer besser, wenn man sowas dann mal gemacht hat. Also hast du schon den Eindruck, dass es aufs Selbstbewusstsein geht? Auf jeden Fall, ja, weil ich hätte mir jetzt nicht gedacht, dass ich so stark bin, jetzt, wenn es darauf ankommt und ja. Ja, den Selbstverteidigungskurs selber, den machen wir jetzt schon einige Jahre. Immer wieder mal, eben, wie eben die Nachfrage da ist. Letztes Jahr haben wir einiges an Mädels gehabt, die eben immer wieder gefragt haben, ob wir sowas machen können. Und dann haben wir uns eben entschlossen, wieder sowas auszuschreiben. Es ist natürlich immer schwierig, jemanden zu finden, der uns das dann macht. Schlussendlich sind wir dann wieder beim Rex Oswald. Wer ihn kennt, der macht das eigentlich schon sehr lang, so Selbstverteidigungsgeschichten. Und
jetzt haben wir eben wieder mit ihm eine Kooperation, dass er das für uns macht. Und jetzt haben wir eben 9 Mädel insgesamt, es sind ohne andere krank geworden, die wir eben dabei sind. Ja, und ich hoffe, dass es wieder eine lässige Geschichte wird in den 6 Abend. Und was für Altersgruppe wird da angesprochen? Naja, unsere Kerngruppe ist, sagen wir mal, von 12, 13 bis 18. Und jetzt haben wir es ausgeschrieben von 13 bis 20, weil ja nach oben hin das ein bisschen flexibel sein sollte. Und ich denke, ein Jünger bringt relativ wenig, weil das nicht so, ich sage jetzt einmal, das Thema ist vielleicht bei ganz Jungen. Aber ich denke, wenn sie noch einmal 13, 14 Jahre sind, kann schon die eine oder andere ungute Situation sein. Und da ist immer ein bisschen Selbstbewusstsein, wenn man hat, kein Nachteil. Man lernt eigentlich vom Grund auf lernt man eine Schlagtechniken, die in der Verteidigung angewandt werden können. Also man muss aufpassen, Selbstverteidigung ist kein Kampfsport. Also es kommt zwar aus dem Kampfsport, ist aber kein Kampfsport. Und man fängt vom Grund auf an, also mit Armschlägen, vor allem Arm- und Beinschlägen. Das bedeutet, ich habe mich auf das spezialisiert, nur ein gewisses Repertoire von Schlägen, was eigentlich in Verteidigung was bringt. Also, wo eigentlich Sinn und Zweck hat. Ich habe noch gemerkt, das kommt da extrem gut an. Also auch von dem in der Anwendung, also kommt das sehr gut an. Ja. Wenn jetzt noch Zuseher draufkommen, das wäre jetzt noch super, da möchte ich gerne mitmachen. Ja. Besteht da noch die Möglichkeit? Auf jeden Fall. Es ist, wir hätten vor, in Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum, mit Charlie, hätten wir auch vor, das im Jahr also öfters zu wiederholen. Es ist, muss man sagen, ein Einstieg während des Kurses auch möglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist nur, man hinkt jetzt in dem Sinne ein bisschen nach, aber ich bin sicher überzeugt, durch das, weil ich auch Ben jetzt als Co-Trainer habe, ist sicher überzeugt, dass man da das auch also aufholen kann, also dass ich den Rückstand in der Lage bin, das aufzuholen. Und wie gesagt, es besteht auch in Zukunft, also was wir jetzt erfahren haben, die Möglichkeit, das zu trainieren, also das Selbstverteidigung zu trainieren, weil ich jetzt laufend auch so Kurse machen möchte. Also wer Interesse hat, bitte gerne melden. Also wie gesagt, das wäre sicher eine super Sache, wenn man da, wenn es in Reut jetzt einmal richtig Anklang finden täte. Ich glaube, dass es für den Trainer und auch für die Mitwirkenden eine riesen Freude machen täte und auch was bringen täte.